Ja, und die Führende nach dem Kurzprogramm, sie ist jetzt auf der Fläche, Jada Lupi, gestern eine sensationelle Performance hingelegt, hat hier 12 Punkte Vorsprung auf Angelica Pertolti, ihre Teamkollegin, und etwa, ja, nicht mal 12,5 dann auf Sofia Paronetto, denn die zweite und die dritte, die liegen sehr, sehr eng beieinander. Wir freuen uns jetzt auf ihre Kür, Somewhere Over the Rainbow. Dreifach Sancho, Ritz, Turin, Doppel Sancho. Was für eine Kombination. Dreifach Tulo Brit, Turin, dreifach Saicho, exzellent gestanden. Wir sind jetzt hier in der zweiten Hälfte, das heißt, jedes Element zählt auch noch mal ein bisschen mehr, plus 10%. Eine Leistung, unglaublich. Also nach dieser großartigen Kurzkür gestern setzt sie noch einen drauf, Jada Lupi. Also da kann man wirklich nur sagen, Chapeau. Also das war der absolute Wahnsinn. Und was für eine Sicherheit auch in diesen
Elementen. Wahnsinn. Ja, also Saicho, Kulub, dreifach Saicho, dreifach Kulub in Wiederholung, in Kombination gezeigt. Danach ein wirklich schöner dreifach Flip auf Vorwärts. Der wird auch, das dauert nicht mehr lange und dann ist der auch weiter. Dann hat er sich gerettet, also die Abwehrzeit wird nicht besser. Dreifach Saicho, Ritz-Turin, Doppel Saicho. Das war wirklich eine klasse Leistung. Die Musik auch schön ausgewählt, hat prima zu ihr gepasst. Man hat natürlich ja angesehen, dass sie sehr konzentriert war, aber natürlich, wir reden jetzt hier über ein unglaubliches Niveau. Vergangenes Jahr war sie Zweite gewesen bei den Kadetten, bei den Europameisterschaften, und wir sollten uns noch nicht festlegen, aber ich bin mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass sie sich hier den Jugend-Europameister. Was für eine Kombination. Dreifach Tulo-Britt. Da müsste schon irgendjemand so dreifach Flip oder dreifach Nutzboom rausholen. Das sind über 50 Punkte mehr gesamt. Also